Was ist die Inflationsrate? Und wie hängt sie mit den Kollektivvertragsverhandlungen zusammen? Die Inflationsrate beschreibt, um wie viel unsere alltäglichen Einkäufe und Dienstleistungen teurer werden. Also zum Beispiel tanken oder der Besuch beim Friseur. In diesem Zusammenhang muss man zwischen zwei Begriffen unterscheiden. Der Monatsinflation und der 12-Monats-Inflation, auch genannt rollierende Inflation. Die Monatsinflation beschreibt die Teuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat und ist deswegen von Monat zu Monat sehr unterschiedlich. Die 12-Monats-Inflation hingegen vergleicht die Teuerung des gesamten vergangenen Jahres mit der des Vorjahres. Und da der Kollektivvertrag in der Regel für ein ganzes Jahr verhandelt wird, orientieren sich die Forderungen an der 12-Monats-Inflation. Würde die Gewerkschaft von der Monatsinflation ausgehen, könnte es passieren, dass diese gerade im Verhandlungsmonat auf einen niedrigeren Wert fällt und damit auch eine viel geringere Gehaltserhöhung verhandelt werden kann. Ein weiterer Grund, warum die Preise des gesamten Vorjahres herangezogen werden, ist das Verhindern der sogenannten Lohnpreisspirale. In dieser steigen die Preise als direktes Resultat der Lohnerhöhungen. Mit dem Blick auf die Inflationsrate des Vorjahres wird die Spirale aber umgedreht und die Löhne erhöhen sich als Reaktion auf die gestiegenen Preise.